Flugzeuge, Helikopter, Drohnen. Warum, was machen die hier? Ja, wir setzen diese Drohnen oder unbemannte Flugobjekte, also unbemannte Luftfahrtsysteme, wie wir es lieber nennen, zum Beispiel zum Baustellenmonitoring ein. Okay. Also, das heißt, sie fliegen drüber und machen Fotos? Im Grunde ja, nur das ist etwas mehr als die Consumer-Fotos, die man mit normalen Kameras machen kann. Bei diesem System sitzt die Kamera im Flugkörper und schaut nach unten aus diesem Filterfenster raus und ist voll verbunden mit den GPS-Sensoren. Diese Fluggeräte haben hochgenaues GPS an Bord, sind also ständig mit mehreren Satelliten verbunden und kennen dadurch bei jedem Foto ihre absolute Position.